Noch Handlungsbedarf. Schatten, wenn du was von Lost Ark hörst, ne, dann sag Bescheid, wenn die Beta da anfängt. Was ja nicht verpassen. Also du wahrscheinlich nicht, aber ich. So ein bisschen angefixt hast du mich jetzt tatsächlich im Game. Gesa ist tot. Selbst schuld, muss man sagen. Wäre er nur aufmerksamer gewesen, wäre er noch am Leben. Doch da er ein tapferer Krieger war, wird er wohl bald wieder zurückkehren. Oh nein, sie hat keine gute Stimme. Er ist tot? Verstehe. Dabei findet doch Nadam in Kürze statt. Ich werde ihm sagen, dass er nächstes Mal besser aufpassen soll. Hey, was? Gesa ist doch der arme Kerl, der gerade erst gestorben ist. Und der soll bald wieder zurückkehren? Das übersteigt meinen geistigen Horizont. Nicht mal das begreift ihr, nachdem ihr uns die ganze Zeit nachspioniert habt? Habt ihr euch denn kein bisschen im Voraus über uns schlau gemacht? Doch, natürlich. Fräulein Serena hat erwähnt, dass ihr ein äußerst mutiger, ja geradezu todesmutiger Stamm seid. Das waren ihre Worte, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte es vorher auf Japanisch, aber... Das sind wir in der Tat. Wir fürchten uns vor nichts, auch nicht vor dem Tod. Deutsch kann man schön so nebenbei machen. Aufleuchten der Seele. Ich weiß, für Außenstehende ist das schwer nachvollziehbar. Wenn man Japanisch hat, muss man wirklich alles lesen, das anstrengend, finde ich. Und dessen Seele entflammt ist, nicht sterben kann. Sein Körper mag zerfallen, doch seine Seele wird innerhalb eines Jahres nach dem Tod in einem anderen Körper wiedergeboren. Wir besitzen die Fähigkeit, die alte Seele im neuen Körper zu erkennen und geben dem Neugeborenen den Namen des Verstorbenen. Auf diese Weise sterben wir, um wiedergeboren zu werden, und wir werden wiedergeboren, um im Kampf eines mutigen Todes zu sterben. Ihr glaubt also wirklich, einen Verstorbenen in einem Neugeborenen wiederzuerkennen? Das ist ungeheuerlich und, verzeiht, höchst unglaubwürdig. Oh, ihr Gesicht. Oh weh. Das war keine gute Idee. Kusetsu. Wir haben eure Anwesenheit geduldet, doch beleidigen lassen wir uns nicht. Besser ihr haltet eure Zunge im Zaum, sonst kann ich für nichts garantieren. Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Aber, keine Ahnung. Ein Tick angenehmer, wenn es noch auf Deutsch ist. Dann muss man nicht 100% so mitlesen. Weißt du, wie ich meine? Das sind nur Frauen? Ah ne, kann nicht sein. Hey, Cousin. Ich bin ja voll in meinem Element. Sado ist also ein Kerl. Sado war also ein Kerl.
Ist das so ein diplomatischer Transgender? Oh nein, bloß nicht, hör auf. Hör bloß auf. Ich muss die Kanalpunkte mal überarbeiten. Können wir tatsächlich machen, dass wir die Kanalpunkte mal irgendwie sammeln. Finde ich für gute Ideen auf jeden Fall. Aber ich glaube, ohne Brille, doch, das wäre mega anstrengend. Aber es geht tatsächlich noch, da ich kurzsichtig bin. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen näher ran. Ah, ich muss die ganzen Punkte da mal überarbeiten. Erinnert mich mal dran. Erinnert mich mal dran und wir machen das. Kann man gut in Discord diskutieren. Was man da für Punkte machen könnte. Mir ist tatsächlich noch nichts irgendwie Sinnhaftes eingefallen. Immer nur so totaler Quatsch.